am Passo Oclini. Gestern war eindeutig zu wenig Schnee und deswegen bin ich heute früh von Cavalese mit dem Bus hier hoch zum Passo Oclini gefahren. Hier oben ist so ein Wintersportzentrum für die Winterwanderer und die Langläufer. Hier gehen überall Loipen und Winterwanderwege weg. Und es ist erstaunlich wenig los. Es ist wirklich schön, ab und zu begegnen man einmal ein paar Leuten. Aber so weit wie ich jetzt hier gegangen bin, hier ist inzwischen niemand mehr. Man hat hier eine wunderbare Aussicht, wenn ihr hier schaut. Das sind die ganz typischen Dolomiten. Das sind diese braunen Felsen mit Schneekappen drauf. Dazu dieser unglaublich blaue Himmel. Es ist wirklich ein Traum. Heute bin ich mit kleinem Gepäck unterwegs. Einmal habe ich hier mein Gouache-Kasterl, wenn ich Bierfurzel malen möchte. Und ich habe auch einen kleinen Aquarellkasten dabei für kleine Aquarellskizzen. Ich wollte das heute hier erst einmal so ein bisschen erkunden, weil ich gar nicht wusste, braucht man hier Schneeschuhe? Ist der Schlitten hier eine gute Idee? Und nachdem ich gestern die schwere Staffelei die ganze Zeit auf dem Buckel gehabt habe, habe ich mir gedacht, heute schaue ich es mir erst einmal an. Und bisher brauche ich keine Schneeschuhe. Der Schlitten ist vielleicht gar nicht so blöd, weil es gibt ja auch ein paar schöne Abfahrten. Mal schauen, ich werde auf jeden Fall morgen wiederkommen und mir das weiter hier anschauen. Beim Hochgehen habe ich ein kleines Platzerl gefunden, wo man unter einem Baum auf einem Stein hocken kann in der Sonne. Und da habe ich ein bisschen skizziert, habe ein kleines Aquarell angefertigt, einfach so, um ein bisschen warm zu werden, um mir das Ganze anzuschauen und auch um ein bisschen hier die Ruhe und die Schönheit zu genießen. Blöderweise ist mir da ein kleiner Unfall passiert. Da habe ich auf einmal das Wasser verschüttet von meinem kleinen Aquarellkasten. Und das ist mir sowohl über die Hose gelaufen als auch über das Bild. Das heißt, ich musste das Aquarell noch einmal neu malen. Aber das ist in der Regel immer gar nicht so schlecht, weil man lernt doch bei jedem Mal immer noch ein bisschen was dazu. Insofern hat es mich jetzt nicht so sehr gestört. Jetzt werde ich weitergehen. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hier hingeht. Ich folge jetzt einfach nur diesem Weg und schau mal, wie weit ich noch komme. Es ist jetzt irgendwo Mittag rum, also Zeit habe ich noch genug. Ich weiß nicht einmal, wann der Bus zurückgeht, aber ich denke mal, das wird sich alles finden. Wenn man sich zu sehr vorbereitet, dann hat man kein Abenteuer mehr. Und das soll es doch auch immer sein. Also, dann packe ich es, nehme euch weiter mit hier auf meinem Weg durch diese unglaublich schöne Bergwelt der Dolomiten. Ein Stück, was ich hier bisher noch überhaupt nicht gekannt habe. Das ist ein unglaublicher Blick, hä? Sieht das nicht fantastisch aus? Ach, jetzt bin ich im Tiefschnee gelandet.